Hey Leute, willkommen zum zweiten Teil meines Tutorials zum Thema wie mache ich mehr Schaden in Star Trek Online? Heute behandle ich die Brückenoffiziere und ihre Fähigkeiten. In STO sind Brückenoffiziere mit Raumfähigkeiten relative Mangelware. Ich habe hier mal die wichtigsten Raumfähigkeiten im Bereich von Schaden, also DPS, aufgelistet. Jede Fraktion hat an sich eine Fähigkeit oder eine Brückenoffizierseigenschaft, die für die Fraktion steht. Der Brückenoffizier der Menschen, also an sich der menschliche, technische, taktische oder wissenschaftliche Brückenoffizier, hat immer die Eigenschaft Führungseigenschaften. Führungseigenschaften ist für Subsystemreparatur und Höhenregenerationsrate zuständig. An sich eine reine Überlebensfähigkeit, die aber bei einem Damage Dealer ziemlich praktisch ist, weil das einfach eine passive Heilung ist. Der Romulaner wiederum, oder der Remaner, setzt auf die Raffiniertheit, den Infiltrant und den romulanischen Agent. Diese Fähigkeiten sind für Tarnung, Verteidigung, Hinterhaltsdauer, Schaden nach dem Enttarnen, Tarneffektstärke, kritischer Schaden und kritische Trefferstärke. Also das sind fast alles reine Schadensfähigkeiten. Der Klingone hat mit dem Litaner einen Brückenoffizier mit der Eigenschaft Pirat. Pirat gibt einen Bonus auf den Gesamtschaden und die Wahrnehmung. Das bedeutet, man findet getarnte Ziele viel schneller. Jetzt gibt es auch noch ein paar spezielle Brückenoffiziere, die nicht so einfach zu bekommen sind. Zum Beispiel der Xindi taktische Brückenoffizier. Den kann man nur im Lobbyladen bekommen oder ich glaube inzwischen auch auf der Tauschbörse. Der ist aber auch ziemlich teuer. Der verringert den Cooldown von taktischen Fähigkeiten um 5%. Man muss der Typ von Spieler sein, der so einen Brückenoffizier braucht. Ich verwende ihn zum Beispiel nicht. Ich verlasse mich lieber auf Schaden und Bonusschaden mit kritischen Treffern. Die Föderation hat auch die Möglichkeit, über das Dienstoffizierssystem einen Brückenoffizier mit der Eigenschaft Pirat zu erhalten. Über die Story erhält man noch einen Hierarchie-Brückenoffizier. Dieser hat auch die Fähigkeit Pirat. Effizient bekommt man über Borg Brückenoffiziere. Führungseigenschaften allgemein sowieso über jeden Menschen. Dann gibt es noch ein paar spezielle, zum Beispiel bekommt man über die Botschaft der Flotte noch blaue taktische romulanische Brückenoffiziere. Und das ist wichtig, das geht nur für die blauen, die haben noch den romulanischen Agent, das bedeutet, die geben noch Bonus auf Crit-Schwere und Crit-Wahrscheinlichkeit. Das ist auch wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, einen romulanischen Agent als Föderationsspieler in die Brückencrew zu bekommen. Also für einen STO-Anfänger oder für einen Neuling würde ich immer empfehlen, am Anfang, bevor man diese ganzen speziellen Brückenoffiziere bekommt, einfach eine komplette Besatzung aus Menschen, als Klingone, aus Litanern oder als Romulaner aus Romulanern zu bekommen, weil diese für die Fraktionen oder für die Schiffe eigentlich ideal sind. Ich spiele zum Beispiel mehrere Brückenoffiziere mit Führungseigenschaften, zwei mit Pirat. Einen mit Effizienz, das reicht eigentlich völlig. Ich habe mir die Romulanischen auch noch nicht besorgt. Das ist eigentlich auch keine wirkliche Pflicht. So, damit bin ich jetzt eigentlich fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da oder einen Kommentar. Ich freue mich über alles, egal ob positiv oder negativ. Dann kann ich mir so ein bisschen ein Bild machen, ob euch das Video gefallen hat. Teilt mit euren Freunden, eurer Flotte oder sonst wo. Das hilft mir ziemlich, ja, das hilft mir eigentlich ziemlich, wenn man dieses Video ein bisschen teilt. Ich werde schauen, dass ich morgen oder übermorgen ein bis fünf neue Teile rausbringe. Ich weiß noch nicht, wie ich zeitlich hinkriege. Dann sage ich schon mal danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.